Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead Space. So, und hier hatten wir geendet, hier vor dem Tor. Und das öffnen wir jetzt mal und... geöffnet. Wie? Öffnen. So, und dann kommen wir, glaube ich, nach draußen, ne? Oh, ja, gleich kommen wir nach draußen. Oh Gott, und wir hatten hier den Tank gefunden. Ja, da drüben ist er. Hier. Den Luftkanister. Oh Gott. Ich bin nicht gespoilert. Das heißt, ich weiß nicht, was uns erwartet. Eintritt war. Oh Gott. Schwerelosigkeit. Achtung. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Oh. Was war das? Oh, huch. Tot. Warum? Ich habe nichts gesehen. Super. Noch keine Minute gespielt und schon tot. Ja. Nanü? Eintritt Vakuum. Ja. Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. So, was hat... Wieso? Was denn? Aber ich muss doch dort irgendwo lang oder etwa nicht? Ich weiß, der hat irgendwie in der letzten Folge gesagt, wir müssen irgendwie aufpassen. Aber ganz ehrlich, ich muss doch dort lang? Eintritt Vakuum. Schwerelosigkeit. Ah, schaut mal hier. Achtung, mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Ach, jetzt in dem Moment. Oh. Jetzt laufen. Jetzt nicht? Ah, okay. Oh Gott, das wird knapp. Jetzt wieder. Renne. Oh mein Gott. Wir werden sterben. Schon wieder. Boah, die Dinger zerlegt's hier immer richtig. Ha, das war aber knapp gerade. Komm schon. Ja, komm. Komm. Nein, komm. Lauf. Alter, hör auf zu zielen. Und jetzt schnell das Ding nehmen. Nein, ich wollte mich nicht heilen. Gut, das ist jetzt aber auch. Scheiße, was für ein Mist. Und ganz am Anfang gab es so ein Ding zum Aufladen. Hey, ganz am Anfang, ne? Da braucht man das ja auch. Vor allem jetzt ist es immer noch genau vor uns. Die Dinger schlagen immer nur genau vor uns ein. Ist voll logisch, das alles. Komm schon. Drücke, öffne, geh rin. Der Schwerelosigkeit. Oh mein Gott. Oh boah. Was? Doch, jetzt habe ich wieder Platz. Ich muss mal ganz schnell speichern, einfach nur so. Einfach nur, weil wir es können. Weil hier gerade so ein Speicherpunkt rumsteht. Oh Gott. Und dann stellt euch mal vor, wenn jetzt noch Viecher gekommen wären. Manuelle Steuerung.
Los! Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Wow. Boah, Alter! Wie, der braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Ha, scheiße. Ah! Gibt's hier nicht Dauerfeuer oder so? Das ist ja wie bei Deep Impact. Ah, falls ihr Bambi übrigens hört, ja, sie ist schon wieder rollig. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, Huf, falls ihr da was hört, weil das Mikrofon ja recht gut ist. Mach hinne! Ja! Hallo? Oh Gott, oh Gott. Hahaha! Ich bin schlecht bei sowas. Ha! Ja. Ich glaube, wir sterben gleich. Oh, scheiße. Gut, dass wir gespeichert haben. Setzen die Stase ein, ob das bei den Dingern auch funktioniert. Das Ding lässt sich aber echt schwer lenken. Irgendwie vielleicht müsste ich die, die Dings hochschrauben. Die Empfindlichkeit der Maus. Genau, Alter. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger. Gott. Sollte also alles durchdringen, was auf uns was zufliegt. Was ich hier für... Behalten Sie die Höhenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Ein bisschen! Mach hinne! Mensch, nein! Und so ein großer, der zerspringt gleich in drei Teile. Alter! Ich spiele das schon auf einfach und trotzdem kommt hier ein Haufen Mist durch. Oh Gott. Ich bin absolut nicht gut in sowas. Hat man das nicht früher hier an diesen Automaten gespielt? Oh. Ja, genau. Genau. Alter, und bis die Maus mal hier drüben ist. Alter. Nee. Also bis die Maus mal auf der anderen Bildschirmseite angelangt ist. Das geht gar nicht. Alter, mach hinne. Boah, Alter. Wie ein Moment. Alter, die wollen mich doch rollen. Ah, tja, nur noch einen Moment. Hätte der nicht schon die ganze Zeit, während wir dort auf dem Weg waren, irgendwie was machen können? Nein, nur noch einen Moment. Boah, Alter. Kann ich hier irgendwo in den Optionen die Mausempfindlichkeit, eher Mausempfindlichkeit. Ich drehe die mal ganz schnell. Die ist über dem S jetzt. Ich drehe die mal ganz schnell ein Stückchen hoch. Huch! Mal gucken, ob ich so überhaupt treffe. Hui! Genau, Alter. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger. Sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhenintensität im Auge. Oh Gott, aber ob ich so treffe? Aber auf jeden Fall bin ich schneller von links nach rechts. Also komm ich schneller von links nach rechts. Alter! Oh, scheiße.
Ja, ich kann trotzdem nicht alle treffen. Scheiße. Alter! Kontinuierlich dran vorbei. Und es kommen vor allem immer mehr. Ist viel zu lange. Ich musste schon die Empfindlichkeit der Maus hochdrehen und das... Oh Gott, scheiße. Haribo. Oh Gott. Natürlich. Und das schießt jetzt nur einmal und die Dinger zerfliegen gleich, selbst diese Riesendinger. Natürlich. Alles klar. Logisch. Huch. Oh Gott, ich muss die Maus wieder runtersetzen. Aber vielleicht ein bisschen schneller passt. Huch. Ein bisschen schneller geht das schon, damit der nicht immer so... Nein, ich muss jetzt nicht zurück, oder? Ach so, aber dadurch fliegen jetzt diese Asteroiden nicht mehr drauf auf uns. Das müsste eigentlich gehen. Jetzt kann ich mich auch schneller umdrehen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, damit komme ich. Dann ist es ja genauso schnell wie Legendary irgendwie. Oh Gott. So wieder unter das S. Huch. Ja, na, ungefähr, ja, so. Ja, das passt schon. Nochmal speichern. Wirkt aber immer noch genauso schnell, oder? Habe ich nur den Eindruck? Aber cooles Ding hier, ne? Ja, aber jetzt kommen Monster, wa? Ha! Ah, shit. Wer hätte das gedacht? Oh Gott. Ja, komm her. Der kommt auch nicht so richtig zu Potte. Oh, hier, schnell, schnell, go, go. Ich habe immer Angst, dass die plötzlich unter mir aus den Dingern rauskommen. Direkt runterziehen, wie bei Alien. Tram! So ungefähr. Go, 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 go. Du schaffst es. Du schaffst es. Was sind das? Ach, hier kam man durch, wa? Und was sind das hier für Dinger? Was ist denn das hier? Diese Dinger hier, was ist denn das? Und da kam er durch, ne? Und wer repariert das wieder? Wir hätten uns übrigens auch da, wir hätten auch an der Seite lang gehen können, seht ihr? Da hätten wir uns auch dann schützen können. Huch. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, zum Glück. So, und jetzt hier wieder aufmachen, da ist bestimmt was und wartet auf uns. Wir müssen endlich wieder zu einer... Ich habe doch gerade was gehört. Oh! Mann. Isaac Hammond? Ich werde das nicht glauben. Ja.
Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es führt das Ganze weg mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Nein, oder? Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Ja. Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Nein, nicht genug Luft. Genau das ist das, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Ich glaube, die Maus ist noch schneller jetzt momentan. Och nö, mit sowas komme ich nicht klar. Mit wenig Luft. Da bin ich immer in Hektik. Das macht mich langsamer. Hallo? Na, Bambi, dich meinte ich nicht. Bambi. Psst. 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 Nein. Oh, Musel. Du zerstörst die Atmosphäre. Ich hoffe, ihr kommt bald ein Shop. Zum Com-Array. Oder E-Ray, oder... Was sind das für Dinger? Haben sie die den Facehugger nachempfunden oder wie? Bambi. Nein. Oh Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hätte sie vielleicht vorher in einen anderen Raum stecken sollen. Und hier nur ein Kopf? Es sind aber echt komische Dinger hier. Na komm schon. Hallo. Ich kann eh nicht weh. Achso, weil wir da her. So, jetzt aber. Mensch. Tut mir leid wegen Bambi. Wir hätten ja auch einfach darunter springen können, theoretisch, oder? Ach, da hinten wieder raus. Da ist dann auch ein Shop. Sehr gut. Ach, wisst ihr was? Ach nee, noch nicht. Erst nach dem Shop. So, und wir haben nämlich genau ein neues Schema, die Laserkanone. Und dann haben wir noch eine Halbleiter-Rubin. Oh, für 10.000. Sehr gut. Und dann haben wir noch irgendwie einen Haufen anderen Zeug. Einen Haufen anderes Gelumpe mit. Was ist das denn? Ach ja, Energie für die Energiekanone. Alles klar. Wir haben mittlerweile so viele Waffen. Das tue ich mal in Safe.
Und dafür wäre vielleicht... Gibt's das? Ein kleiner Luftkanister. Ja, doch ein kleiner. Ja, nehmen wir den mit. Wenn jetzt uns bald die Luft sonst knapp wird, ne? Ach nee, safe. Plasma-Energie. Wir brauchen mehr Platz. So. Und hier gibt es jetzt nichts Neues, nö. Energieknoten. Wir haben einen, seht ihr mal. Nö. Vielleicht noch was aus dem... Hä? Wo ist denn hier? Ach so. Luftkanister Mittel. Naja, wir bräuchten erstmal, wir bräuchten so ein Schema für den mittleren. Brennstoff für einen Flammenwerfer. Ripperklingen. Hatten wir die Ripperklingen jetzt hier eigentlich als... Ja, können wir kaufen. Naja, gut. Machen wir so. Und dann... Nein! Nein! Falscher Knopf. Hab auf E gedrückt statt auf W. Und dann, wir müssen bestimmt da hinten lang irgendwo. Ja. Dort, wo uns das vier, hier Zombie-Ramme das erste Mal entgegenlugte. Aber bevor wir da runtergehen, speichern wir. Und damit ist dann diese Folge auch schon wieder zu Ende. Irgendwie erschienen die mir heute recht kurz. Naja, bestimmt, weil wir so oft gestorben sind. Gut, das draußen rumlaufen, da hatte ich den Eindruck, als ob es nie enden würde. So, gut, also denn. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.